Und nun ist es mal wieder Zeit für Assi-Reviews mit Baron Wilhelm von Assi. Heute unterwegs in Düsterburg. Yo, das ist das geilste Make-Spiel, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Also, da ist dieser Typ namens Grandy und er wacht mit Kopfschmerzen in einer Wolke auf und kann sich an nichts erinnern. Ich wach jeden Samstagmorgen in der Wolke auf und hab Kopfschmerzen und kann mich an nichts erinnern. Ja, diese vielen lustigen bunten Pillen, ihr wisst schon. Und dann ist da dieser Hund namens July und dann Grandy so, komm mit Hund. Und dann der Hund so, wuff. Und dann sind da noch fiese Oger und die Oger so. Und dann machen Grandy und der Hund die Oger platt. Ich hab auch schon einen Oger gesehen. Das war, als ich um 4 Uhr morgens aus der Disco kam. Und dann ist da dieser alte Sack namens Dankwart. Und ohne gefragt zu haben, erzählt der Grandy seine ganze Lebensgeschichte. Ich war mein großer Herr, ich hatte ein tolles Schloss, ich hatte eine wunderschöne Frau, mir hat das hier alles gehört. Und dann kam dieser Vampir, da hat er mich rausgelockt, da hat er mein Kreuz gestohlen, da hat er das weggeworfen, das liegt da irgendwie noch und jetzt bin ich entmachtet. Und dann geht Grandy so in die Eislandschaft und da findet er eine Tussi. Und er kann sich nicht an ihren Namen erinnern. Ich kann mich nie an den Namen von meinen Tussis erinnern. Aber die Tussi stellt sich vor, die heißt nämlich Libra. Und zusammen finden die so einen Drachen und dann die so. Lass uns durch. Und dann der Drache so. Nein. Warum sind alle Kreaturen solche Arschlöcher? Von den Türstehern in der Disco abgesehen. Ich habe meine Gründe. Also machen sie den Drachen halt auch noch platt. Hehe, Opfer. Und alle zusammen. Das wären dann Grandy, die Tussi, der alte Sack und der Hund. Reisen nach Düsterburg. Und da ist die ganze Zeit Nacht. Ich wünschte, ich würde in der Stadt leben, wo die ganze Zeit Nacht ist. Mal ganz davon abgesehen, dass ich arbeitslos bin und den Tag über sowieso schlafe. Nicht nachfragen. Und in Düsterburg treffen die Terriers. Und der ist voll der komische Typ. Und Terry ist so. Und irgendwie spricht er aber wieder. Und dann gehen die vier weiter. Das sind dann die vier Grandy, die Tussi, der komische Typ und der alte Sack. Und auf Schloss Düsterburg treffen die den Vampir. One fried. He's one fried nigger. Und dann reist Grandy durch die Zeit. Und dann der so, wo ist er denn? Und dann der Vampir so, hier. Und dann fangen sie den. Und dann kommt voll der monstermäßige Türsteher rein. Und der heißt Maltha. Und dann one fried so, schließ dich mir an, Maltha. Und dann Maltha so, nö. Und dann greift er den an, aber der Vampir entkommt. Und dann gehen die vier nach Königsberg. Das sind dann diesmal Grandy, Libra, Terrius, Maltha. Moment, Terrius. Libra, Grandy, Terrius, Maltha oder Libra, Grandy, ach, keine Ahnung. Der alte Sack bleibt jedenfalls auf dem Schloss. Er ist alt. Und in Königsberg laufen voll die Freaks rum. Und am Ende gibt's voll den Showdown in der Kirche. Und irgendwie die einen sterben dabei, die anderen sterben und die anderen sterben auch. Und ein paar stehen wieder auf und keine Ahnung. Und am Ende... Keine Ahnung, wer am Ende noch steht. Wahlweise Grandy, Libra, Maltha, Grandy, Maltha, Libra, Grandy, Libra. Ich hatte keine Ahnung. Ich war total verwirrt. Aber immerhin hatte ich am Ende vom Spiel noch voll viel Kohle. Bling! Ich bin Baron Wilhelm von Assi und jetzt gehe ich mir einen Job suchen. Ey, hat jemand einen Job, Mann? Mann, ey! Oder habt ihr wenigstens ein paar bunte Pillen für mich? Ich muss den Oger finden, der hat meinen Geldbeutel noch.